So, damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück und tja, hatte ich jetzt schon das hier alles? Nein, hatte ich natürlich noch nicht. Wie weit ist er denn hier? Na, noch nicht alle. Aber das ist auch eigentlich egal, denn wir brauchen, was brauche ich eigentlich? Ich glaube, kleine Stahlrohre, ne? Machen wir erstmal einfach 100 kleine Stahlrohre. Und ich glaube, große brauchen wir auch. Okay. Sehr schön. Okay, ja. Also wie gesagt, aufladen müssten wir dann jetzt. Würde ich schon fast vorschlagen, dass wir das irgendwie hier oben machen, ne? Ja, das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Könnte man ja praktisch von hier eine Leitung hier rüberlegen, um es dann hier aufladen zu lassen, ja. Weil von hier aus wäre vielleicht kürzer, nicht so aufwendig. Das auch von hier aus machen. Schon mal ein paar Leitungen. Ich weiß, wie wir das machen. Ah, oder nicht? Ne, also als erstes muss das mal das hier weg. Müssen wir dann noch irgendwie vergrößern, weil es ist jetzt halt mega schmal, ne? Aber besser so, als wenn es im Nachhinein dann heißt, hätten wir mal das da weggenommen, weil so ist es kollidiert oder so. Und das soll ja auch keiner eigentlich großartig drauf langlaufen, ne? Es ist ja eigentlich nur, um das Ganze so ein bisschen stabiler wirken zu lassen, dem Ganzen etwas Sicherheit zu geben. Sehr schön. Ja, Wunderbärchen, das würde ich sagen. Genau. Okidoki. So. Na, man könnte jetzt praktisch hier das machen. Dann einfach da hingehen, ja. Das wäre so eine Möglichkeit. Praktisch das jetzt hier so zu machen, genau. Dann macht man einfach hier den Verbinder. Sollten wir vielleicht mal vorher hier. Genau, einfach mal, dass es festhängt. So, die 7. Genau. Ah, halt, falsch. Sehr schön. Dann ist es direkt beieinander und nichts kann mehr schief gehen. So, das muss nur geschweißt werden hier. Ja, wegen der Stabilität alleine schon. Okay, okay, okay. Können wir dann einfach hier durch? Ja, nee, können wir nicht. Also wir müssen dann praktisch jetzt
damit leben, dass wir das jetzt so machen. Ist vielleicht nicht die feine Englische, aber auf jeden Fall ausreichend. Hoffe ich. Viele Teile. Ich wollte jetzt sagen, frage mich schon, wann er hier anfängt zu meckern. Und mir sagt, ich hätte nicht genügend Teile und nicht die richtigen Teile. Okay, ist schon mal super, das funktioniert schon mal weiter. Nee, da brauchen wir auch wieder. Zumindest interne Panzerung oder sowas. Damit wir das zumindest erstmal planen können. Ne? Der Rest ist ja nicht so wild. Hauptsache, wir machen das eine. Genau. Das gern weg. Motoren brauchen wir. Müssen wir gleich mal gucken, wo wir Motoren herkriegen. Steilrohre fehlen es auch schon. So. Ja, macht schon gut, vernünftigen, ne? Ja, denke ich auch. Ich habe aus Panik, dass es dann da kollidiert. Ja, aber ist ja schon direkt dran, ne? Hm. Ah, das muss einfach gut gehen. Ja. Wir brauchen ein bisschen mehr Selbstvertrauen an der Stelle. So, Motor. Hatte ich die anderen Sachen schon geschweißt? Motor und kleine Stahlrohr. Wie immer eigentlich, ne? Und hier gibt es auch Motoren. Nee, gab es natürlich nicht. Ah, da gibt's welche. Na gut, das brauchen wir. So, also Motoren und kleine Stahlrohr. Mal gucken. Oh Mann, nicht das. Das. Tja, und ansonsten Nickel, ne? So, was haben wir denn hier? Wir könnten ja sonst... Ich kann ja mal... Warte. Sowas lässt sich doch garantiert auch verkaufen. Können wir davon noch ein bisschen was mit? Space Credits haben wir ja ein paar. Und dann kaufen wir einfach Nickel. Genau, ja. Warum eigentlich nicht? Warum kaufen wir kein Nickel? Richtig. So, vorsichtig, wir wollen nicht verglühen. Hier dieser Irrgarten. Ne, ist doch der. Hier muss sein. Genau. Verkaufen.
Okay, hat es nur die dabei? Schade. So, wir brauchen Nickel. Brauche ich ein bisschen mehr? Also, dafür haben wir gar nicht. Wir haben nur 700, schlag mich tot. Das sind nur 2 Barren. Ach so, nee, ist viel mehr, okay. Na dann machen wir mal. So. Das sollte genügen. Hoffe ich. Ah, da hinten ist es. Schon gesucht eben. Serviceplattform. Hm. Ups. Gerade kurz in Gedanken versunken gewesen. Ja. Schon fast verglüht hier. Na. Vorsichtig. Genau, jetzt müsste ja hier einiges gehen, ne? Kurz produzieren. Und dann haben wir das fertig. Und dann geht das mit dem Auftanken auch relativ schnell. Ja. Hoffe ich. Ja, gut, wir haben noch nicht alle Rohre bis dahin, ne, sehe ich gerade. Computerteile auch noch und Motoren. Ei, ei, ei. Das reicht. Ich glaube ja nicht, ehrlich gesagt, aber. Na gut. Machen wir erstmal. Okay. Ja, dann ist das schon mal fertig. Also mit tanken könnte man es jetzt. Fast, fast. Fehlen natürlich noch so diese beiden kleinen Elemente. Ach, komm schon, echt jetzt. Was ist das? Das ist aber auch wieder sehr hakelig, ne? Hallo? Ach, geht doch. Genau, müssen wir drüben hin. Ist jetzt auch grün. Ja, es wird grün. Wunderbar. Das heißt, dann können wir hier praktisch zusehen, wie sich gar nichts tut. Tut sich noch nichts. Okay. Ich hoffe, das passt. Ich frage mich gerade, warum nicht. Ach ja, stimmt. Geht ja gar nicht, weil...
Wiesen ja gar nicht miteinander verbunden. Na. So, so klar. So klar. So, Verbinder. Es müsste ja dann nur mal. Jetzt müsste auch was fließen hier an Gas. Ja, sehr schön. Wunderbärchen ab. Das heißt, die Raketenelemente, also die Tanks der entstehenden Rakete, werden gerade betankt. Das ist gut. Und der Rest, zum Beispiel die eigentliche Rakete mit dem Kommunikationssatelliten, ja. Der da natürlich auch Solarpanels hat, die ausklappbar sind und so weiter und so fort. Das machen wir dann halt beim nächsten Mal.